Okay, ich habe das in Satz 4 mit eingebaut. As a Camp Counselor. Hello, how are you? I'm good. Hello, hello, how are you? I'm good. I'm searching for a summer job. I'm searching for a summer job. My mom expects me to get some experience. My mom as a camp counselor. As a camp counselor. As a camp counselor. As a camp counselor. You really think that's only for girls? I think everyone can work at what they want. Can work at what they want. I mean, would you like to work as the What do you think about gender stereotypes? Stereotypes. Genau. Und darauf kannst du dann antworten. Und darauf kannst du dann antworten. As a Camp Counselor. As a Camp Counselor. Kannst du dann antworten. Gender Stereotypes. Genau. Und direkt danach sag ich ja. Oh really? You think you fit only for girls? Girls? Dann kannst du nochmal spezifischer eingehen, warum du genau denkst, das ist eher so für Mädchen. Weil Mädchen ja das und das besser können, ne? Ne? Und dann sag ich Camp Counselor. As a Camp Counselor. I think everyone can work at RS. Und Puppepunkt. Oder ich kann es gerade selber nicht lesen, schwör. Ja. Ich hab's ja in der Sprache davor oder so schon mal gesagt gehabt.